Jetzt heißt es erstmal Platz aufbauen, alles soweit vorbereiten. Camp aufbauen. Köderfischrute ist schon im Wasser. Wir wollen jetzt mal probieren, vielleicht der Erfolgsköder Forelle. Vielleicht geht im Moment was anderes besser. Aber wir müssen das jetzt irgendwie ins Laufen kriegen. Schon wieder später Nachmittag, das Vertikalangeln war wieder der Wahnsinn. Man merkt wirklich, dass die Fische stellenweise irgendwo liegen und wir deswegen wahrscheinlich am Ufer so Probleme haben. Ja. Beim Vertikalangeln ist eine ganz andere Fischerei als dieses Uferangeln. Beim Uferangeln und beim Ansitzangeln ja, ist es wichtig, dass die Fische unterwegs sind, rauben, Hunger haben, im Gewässer umherziehen, auf Beutesuche. Und so können wir sie dann, wenn unsere Montagen passen, auch fangen. Wenn die Fische aber eher passiv sind, abliegen, und das kann beim Wels problemlos mal eine Woche, zwei Wochen sein, ja, dass die Fische so gut wie überhaupt keine Nahrung zu sich nehmen oder halt in Gebieten fressen, wo wir sie mit unseren Routen, mit unseren Methoden, Montagen nicht beangeln können oder auch nicht vermuten. Ein Wels zum Beispiel, der irgendwo in der Flussmitte am Grund liegt, die Flossen ausspreizt und dort sich irgendwie eine Barbe oder irgendwas schnappt, den werden wir Angler nie fangen können. Wir fangen nur die Fische, die umherziehen, aktiv fressen und dann auch in diese Region kommen, wo wir effektiv unsere Montagen platzieren können. Ich habe jetzt auf dieser flachen Sandbank die Montagen etwas umgestellt. Ich setze jetzt auf Mikro-U-Posen. Kleine U-Posen, zwei Stück hintereinander geschaltet, damit das Vorfach nur so ein bisschen fluffig knapp über Grund steht. Die Köder ganz, ganz dicht über Grund präsentiert werden, also nicht zu viel Auftrieb, wie zum Beispiel bei der 3-U-Pose, wo wir wollen, dass vor dem Köder eine richtige Verwirbelung ist, um noch dem Köder noch mehr Attraktivität zu verleihen. In dem Fall ganz wenig Auftrieb, Köder sitzt ganz knapp über Grund, ganz unauffällig. Und das ist jetzt unser Plan, hier ganz im Flachen. Ich zeige es euch mal. Wir treiben jetzt hier gerade über eine Fläche, die hat 1,60 Meter Wassertiefe. Es fällt ganz langsam zur Flussmitte auf 3 Meter ab. Es gibt keine großen Ecken, keine großen Kanten, aber der Planet ballert hier ganz schön auf die langsame Strömung. Und das Wasser ist hier an dem Spot jedenfalls tagsüber wärmer oder erwärmt sich schneller als die tieferen Flussbereiche. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ich werde jetzt Strom abgesehen, vier Routen auslegen, die alle vom Ufer nach außen in das tiefere Wasser staffeln. Also wir sprechen jetzt von einer Wassertiefe. Am Ufer die Route wird so bei 1,70, 1,80 liegen. 2 Meter, 2,40 Meter, 2,60 Meter. Ich habe jetzt bei der inneren Route hier im vorderen Uferbereich noch so einen Umlenker eingesetzt, damit ich einen Großteil meiner Schnur dann noch aus dem Wasser herausbekomme. Jetzt alles nicht hier durch die Wassersäule läuft. Falls an der ersten Route ein Fisch vorbeischwimmt, den Köder gar nicht findet und auf die zweiten Routen trifft, ist es mir wichtig, dass er nicht auf dem Weg, auf seiner Route durchs Wasser auf meine gespannte Schnur trifft. Und das kann ich verhindern, indem ich
solche Umlenker dann mir im flachen Wasser noch einsetze, die meine Schnur auf dem anderen Weg dann lenken. Die zweite Rute wird jetzt versetzt nach außen auf die 2 Meter Kante gesetzt. Und ab der dritten Rute, ab der folgenden Rute dann, müssen wir unsere Schnur etwas verstecken, weil wir steiler in die Strömung rausangeln. Und das machen wir mit einem zweiten Absenkstein. Das zeige ich euch, wie das funktioniert. Es ist sehr empfehlenswert, wenn ihr so in den Fluss hinausstaffelt, dass ihr euch am Ufer irgendwelche markanten Punkte sucht. Dass ihr wisst, okay, ich bin jetzt da an dem großen Baum, Wassertiefe 1,80, die erste Rute. Jetzt suche ich mir wieder diesen großen Baum, fahre weiter in den Fluss hinaus, Wassertiefe 2 Meter, die zweite Rute, damit ihr später keinen Tangle bekommt. Kurz vorm Ablegen der U-Posen-Montage, wenn euer Köder bereits gestreckt hinter dem Boot im Wasser ist, ist es ganz wichtig, dass ihr euer Boot gegen die Strömung stellt. Jetzt kann sich auch überhaupt nichts hier mehr verwickeln oder verwurschteln. Motor läuft im Standgas. Ich fahre jetzt ganz langsam zurück auf unser Basislager, suche mir wieder meinen Uferpunkt. Jetzt geht es hier hoch in die 2,20 Meter Kante. So, wir sind jetzt bei der dritten Route oder bei unserer dritten Montage angelangt, die wir ausbringen. Hier ist der normale Ablegestein der Steinmontage. Auch hier habe ich wieder 2 kleine rote Mikros am Start. Und nach dem Ablegen werde ich kurz vor meinem Ufer einen zweiten Stein noch einsetzen. Hier oben dran habe ich so einen kleinen Karabiner gemacht. Das sind ganz coole Teile, ich zeige euch mal. Damit kann man nämlich ganz schnell bei Fahrt die Schnur einklinken. Und die haben so einen großen Durchmesser, dass auch problemlosen Schlagschnurknoten, viele Walleangler kennen das, dass der Schlagschnurknoten ja relativ dick aufträgt und sich oft auch mit Gras oder Dreck dran sammelt. Und mit kleineren Wirbeln oder Karabinern, die ihr zum Absenken nehmt, passiert dann oft das, dass es alles hängen bleibt. Ja, plötzlich könnt ihr nicht mehr kurbeln. Dieser Clip wird irgendwann jetzt im Herbst im Plakett-Sortiment auf den Markt kommen und eignet sich hervorragend, um schnell einen Absenkstein, um eure Schnur doppelt abzusenken, bis hin zum Angelplatz einzusetzen. Denn so sammelt ihr dann weniger Dreck, habt weniger Strömungsdruck auf eurer ausgelegten Schnur. Die Wallerschnüre sind ja nicht gerade die dünnsten. Und verschreckt die Fische nicht, die jetzt von unten nach oben gegen die Strömung auf euren Angelplatz treffen, um zu jagen. Denn eine Schnur, die dann kerzengerade, also im steilen Winkel, durch alle Wasserschichten läuft, die wird auf jeden Fall ein erfahrener Wels spüren, merken und dann außen rumschwimmen und eure Köder links liegen lassen. Ich halte jetzt meine Schnur noch ein ganzes Stück gespannt. Seht ihr, hier hat sich zum Beispiel so ein bisschen Gras gesammelt, was später zum Problem werden kann. Hänge jetzt hier meinen Absenkstein ein. Geht rucki zucki. Und lasse ihn zum Grund runter.
Minuten liegen, alles im flachen Wasser. In der gestrigen Nacht, wo schon der Mond richtig über uns stand, ist leider nicht viel passiert. Eine Nacht bleibt uns jetzt noch. Im Hintergrund hört er die Fasane kreischen. Finny ist, glaube ich, gerade wieder auf der Jagd hier auf der Insel. Und ich wollte jetzt nochmal die Zeit nutzen, bevor es dunkel ist, euch das mit dem Absenkstein an diesem Platz zu erklären. Ihr müsst euch jetzt mal Folgendes vorstellen. Das hier ist der Flussgrund. Ihr sitzt hier und möchtet hier vorne einen Köder ablegen. Ihr legt den Köder ab und nach dem Ablegen wandert eure Schnur langsam, aber sicher so durch alle Wasserschichten zurück zu eurem Angelplatz. Und ein Fisch, der jetzt in dieses Areal reinschwimmt und nicht gleich vorne am vordersten Punkt auf euren Köder trifft, wird irgendwann später auf diese langsam ansteigende Schnur treffen. Wenn ihr viel Strömung habt, kann es sogar sein, dass diese Schnur vibriert. Und ein erfahrener Fisch in diesem Revier kennt diese Signale und wird Reis ausnehmen, außen rumschwimmen. Und mit dem Absenkstein, ich mache gerade mal hier den Sand jetzt nochmal wie früher in der Schule, die Tafel sauber. Hier ist euer Grund, hier ist euer Angelplatz, hier legt ihr euren Köder ab, fahrt mit der Schnur circa 2/3 des Weges bis zu eurem Angelplatz. Hier kommt jetzt der nächste Absenkstein rein und dann läuft die Schnur hoch zu eurer Rutenspitze. Also ist der ganze vordere Bereich, der heiße Bereich, perfekt unauffällig gestaltet. Die Schnur liegt flach am Gewässergrund, Treibgut und Dreck kann er relativ gut drüber hinweg treiben. Und ihr habt eine unauffällige Präsentation eures Köders, selbst beim Angeln in ganz flachen Wasserverhältnissen, wenn ihr mehrere Ruten staffelt. Der Angelplatz selbst, wo wir uns gerade befinden, also diese langgezogene Sandbank, sieht so aus. Hier ist das Ufer. Hier haben wir 1 Meter, hier haben wir 1,5 Meter, hier haben wir 2 Meter, hier haben wir 2,5 Meter und hier haben wir 3 Meter. Hier an dieser Route, in diese Kante von 1,80, habe ich diesen Umlenker gesteckt. Diese Schnur läuft so, die nächste Schnur läuft zur 2 Meter Kante, die dritte Falle zur 2,50 Meter Kante im kürzeren Winkel und die vierte Falle auf die 3 Meter Kante. Der Winkel wird immer kürzer. Diese beiden Ruten hier sind abgesenkt, weil hier auch eine stärkere Strömung herrscht. Und diese Ruten ufernah habe ich jetzt nicht abgesenkt. Die ganz am Ufer nur über diesen Umlenker umgelenkt. So, und jetzt heißt es, wie so oft beim Angeln, warten und Tee trinken. Und schauen, ob der Plan aufgeht. Drückt uns die Daumen. Ansonsten werden wir morgen Mittag wieder hier den Platz verlassen, moven, vertikal angeln gehen und die trägen Wälse auf diese Art und Weise nerven. Und da bin ich mal gespannt, ob das flache Angeln uns mehr Glück bringt. Wirklich hart die letzten Tage, obwohl das Wetter passt. Aber irgendwie haben die Fische keinen richtigen Bock. Ich werde jetzt noch schnell einfach, aber lecker Abendessen. Beifood, eine komplette Mahlzeit hier in dieser Flasche. Richtig lecker. Heute gibt es Fresh Berry, Erdbeer. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir das Ding hier noch rumreißen können. 2 Tage werden wir jetzt hier im ganz flachen Wasser bleiben. Mal schauen, ob das mit dem doppelten Absenken der Schnüre irgendwelche Vorteile bringt. Weil definitiv uns merken können die Fische jetzt nicht mehr. Ja. Es ist alles so perfekt, alles schön versteckt. Es gibt einen Haufen Futterfische hier auf der Bank. Also man sieht immer wieder Weißfische springen. Ja.
drückt uns die Daumen, dass wir das hier alles nochmal rumreisen können. Aber man sieht, Walleangeln ist kein Kindergeburtstag. Und man bekommt auch definitiv hier in Italien, wo viele immer denken, die 2-Meter-Waller springen einem hier ins Boot, nichts geschenkt, gar nichts. Aber momentan ist es wirklich wie ausgestorben, also das passive Uferangeln. Naja, schauen wir mal. Abgerechnet wird immer zum Schluss. Das sind doch mit die schönsten Momente beim Welsangeln, auch wenn es mal nicht so läuft, wie man sich es vorstellt. Ein schönes knackendes Feuer, das Fernsehen der Uhrzeit und mal richtig schön die Socken ausdampfen lassen. Vielleicht liegt es auch daran, ihr habt ja eben gesehen, dass ich meine Glückssocken nicht anhab. Die werde ich heute Nacht noch anziehen. Hinter uns drunter, da oben ist er irgendwo, dort ist er. Die helle Kugel, eben hat es geklingelt. Ja, nur ein nervöser Köderfisch. Der Vollmond. Ich bin ja jemand, ich stehe mega auf den Vollmond. Ja? Also ich konnte beim Vollmond oder in der Spannung liegt in der Luft. Die Köder sind aktiv. Ich konnte in der Vollmondnacht oder in der Vollmondphase besser gesagt so viele große Ausnahmefische fangen. Aber die Meinungen sind da wirklich zwiegespalten. Ja. Manche Walleangler sagen, das bringt gar nichts, da musst du in den Mondschatten rein. Hier auf dem Platz jetzt bei dem Angeln im Flachen auf dieser riesigen Sandbank weiß ich gar nicht, wo ich einen Mondschatten finden soll. Und andere wiederum sagen, da gehöre ich auch dazu, dass Vollmond, also die Tare zum Vollmond hin und wieder die Tare vom Vollmond weg, eine sehr, sehr geile Big Fish Zeit sind. Also es hat bis jetzt oft geknallt. Es liegt wahrscheinlich am Licht, was dann auch während der Nachtzeit aufs Wasser runterprasselt. Es ist ja alles taghell hier um uns herum. Und dann geht im Wasser natürlich ein Kreislauf los. Die ganzen kleinen Fische strömen an die Oberfläche. Dem Licht entgegen, weil dort wahrscheinlich irgendwelche Insekten rumschwirren. Darunter lauern die kleineren Räuber. Und ganz drunter steht der Wels. Also ich denke, dass der Vollmond schon die Fische sehr, sehr aktiv und unruhig werden lässt. Am besten merkt ihr das ja am Meer, Ebbe und Flut, die stärksten Gezeiten in der Mondphase, in der Vollmondphase. Und ich habe echt ein gutes Gefühl. Wir hatten eben so einen Volleinschlag. Ich habe gedacht, der nächste 2,50 Fisch. Und was passiert? Er hängt komplett hinten am Schwanz. Das ist das beste Zeichen dafür, dass die Fische wirklich inaktiv sind und die Köder nur wegschlagen wollen. Mal gucken, ob ich da irgendwie rankomme. Wenn der jetzt noch einen Meter länger wäre, wäre es gar nicht so einfach, den zu landen. Jetzt habe ich ihn hier vorne. Schaut mal, wo dieser Fisch hängt. Hier hinten hängt der Haken. Wollen nicht richtig fressen aus irgendeinem Grund. Drücken nur die Köder weg. Und dabei hat er sich jetzt eingehakt. Der Fisch 1,80 rum. Wahnsinn. Dieses Erlebnis eben, dass der Wels am Schwanz hängt, ist gar nicht mal so untypisch und beweist ganz eindeutig, dass die Fische draußen im Fluss nicht richtig aktiv auf Beutezug sind, sondern eher die angebotenen Köder, unsere ausgelegten Fallen, ignorieren und sogar von diesen genervt sind und diese richtig mit ihrem Körper wegdrücken möchten, also mit dem Schwanz danach schlagen.
Das gibt so Phasen, wo die Welse einfach keine Nahrung großartig zu sich nehmen. Und wenn der Waller in so einem Fall unseren Köder findet, der ja nicht wie ein normaler Fisch dann richtig flüchten kann, setzt er sich oft daneben. Und wenn er dann richtig genervt ist, fängt er an, ihn mit dem Körper wegzudrücken, ist ja sein Revier, oder mit dem Schwanz danach zu schlagen, weil er einfach nur am Grund chillen will und diesen Störenfried neben sich nicht mehr duldet. Und dann kommt es natürlich immer wieder vor, dass so ein Fisch auch am Schwanz hängen bleibt, ihr am Ufer einen Einschlag kriegt vom Feinsten, dass er denkt, da ist jetzt Godzilla dran, 250, 260 Alarm. Und dann ist oft die Phase, dass die Fische am Schwanz gehakt werden. Das Landen ist dann natürlich ziemlich schwierig. So ein Wels hat keine Griffe, ja, da müsst ihr dann irgendwie euch vor ans Maul hangeln und zupacken. Bei dem Fisch ging es jetzt noch, es war ein Fisch mit 1,70, 1,80. Aber wenn so ein Fisch, beim Spinnfischen hatten wir immer mal die Aktion oder die Situation, dass ein 2,30er am Schwanz gehakt war. Oder wenn so ein Fisch jetzt 2,20 Meter hat, dann wird es natürlich richtig schwierig. Und bis der dann mal an die Oberfläche kommt und ihr seht, was Sache ist, glaubt ihr die ganze Zeit, alter Vater, ich habe Godzilla an der Angel, ja? Weil der Fisch natürlich eine ganz andere Kampfpower hat, wenn der irgendwie im hinteren Drittel hängt, als wenn er am Maul hängt. Wahnsinn.